Hallo euch allen, da sind wir wieder bei Madden NFL 20. Wir sind zurück in der Super Bowl-Reihe, The Greatest Comebacks Ever, Super Bowl 29, Chargers gegen die 49ers. Da haben sich die Chargers damals eine Mörderklatsche abgeholt gegen San Francisco. 4-Sterne-Herausforderung, wir sollen das Spiel gewinnen. Wir spielen ja hier alternative Super Bowl-Enden durch, also treten wir an gegen die San Francisco 49ers. Das Spiel war damals 59 irgendwas für San Francisco ausgegangen. Hier steht es 49 zu 49. Das ist gut. Die Niners haben den Ball an der eigenen 25-Yard-Linie. Wir sind in der Overtime. Das heißt, wir müssen die 49ers stoppen und anschließend selber scoren. Das ist der Plan. Wir starten in einer Man-to-Man-Coverage. Erster und 10 an der 25 für Garoppolo. Und die Offense der Niners. Und ein Wahnsinnspass von Jimmy G an die 43-Yard-Linie. Pettis in seinem zweiten Jahr mit dem Catch. Neuer erster Versuch und 10. Das hat wehgetan. Das hat wirklich wehgetan. Wenn die 49ers hier einen Touchdown erzielen, ist das Ding natürlich auch komplett durch. So, der Ball an der 48-Yard-Linie. 5-Yard Raumgewinnpass auf George Kittle. Wir haben einen zweiten Versuch und 5. Ball an der 48-Yard-Linie. Vom Pass-Rush der Cowboys ist mal gar nichts zu sehen. McKinnon mit dem Run kommt aber nur 1 Yard nach vorne. Und jetzt haben wir einen dritten Versuch und 4. Kein Running Back bei Garoppolo im Backfield. Ball kurz vor der Mittellinie. Und das ist das neue First Down für San Francisco. Goodwin mit dem Catch. Neuer Erster und 10 an der 38-Yard-Linie. Damit ist San Francisco so gut wie in Field Goal Range. Der Running Back wird als Receiver auf die linke Seite gestellt. Vollständiger Pass. Guter Tackle von Van der Esch. 2 Yards Raumgewinn. So, wir blitzen bei diesem zweiten Versuch und 8. Der Ball an der 36-Yard-Linie. Lauf durch die Mitte und direkt gestoppt. Sogar ein Tackle for Loss. 3. und 9 damit. Der Ball an der 37-Yard-Linie. Und jetzt wird's richtig spannend. Wir gehen aber jetzt schon in eine Cover 4. 2-Minute-Warning hier in der Overtime. Nun gut. So, wir verteidigen jetzt in einer Cover 4. 3. und 9 von der 37-Yard-Linie. Garoppolo unter Druck, findet einen Receiver und schlechtes Tackling der Cowboys. Oh, da war der Drive doch eigentlich beendet. Goodwin schlägt einen Haken, ist jetzt an der 23-Yard-Linie. Jetzt können wir nur noch gegen einen Touchdown verteidigen. Und da ist der Touchdown für San Francisco. Was für eine katastrophale Defense-Leistung der Cowboys. Die Challenge haben wir aber mal ganz klassisch verkackt. Mann. Also das war echt nicht gut. Wir steigen sofort wieder ein. Mit dem 1. und 10 an der 25-Yard-Linie der 49ers. Meine Herren, ab jetzt bitte ein bisschen konzentrierter. Wir spielen von Anfang an in einer Cover 4. Ich will hier nicht nochmal so ein Big Play sehen wie bei dem Pass am Anfang. Schlechtes Tackling der Cowboys. Es geht weiter. 3 Yard Raumgewinn für McKinnon, der eigentlich schon hätte im Backfield gestoppt werden müssen. 2. Versuch und 7 an der 28-Yard-Linie. Oh, jetzt sind die San Francisco 49ers aber sehr konservativ. 3. und 4. Cowboys machen halt die lange Distanz zu und das gefällt den 49ers nicht wirklich so. 3. und 4 jetzt.
Oh, Mörder-Hit, aber der Ball wird festgehalten. First down San Francisco an der 38-Yard-Linie. Neuer erster Versuch und 10. Und eine Interception von Carr. Ball an der 42-Yard-Linie der 49ers. Erster Versuch und 10 für die Cowboys. Tja, mit einem Turnover in der Overtime kann so ein Spiel auch ganz schnell enden. Cowboys mit einem Pass. Wir nehmen den Texas. Witten und Harris attackieren die Mitte. Wir achten auch links außen auf Terrell Owens. Der hat dann 1 gegen 1. First down an der 31-Yard-Linie. Schau mal, was wir hier haben. Beginnt per Audible in einen Passspielzug. Verticals. Wir achten auf Amai Cooper. Schauen wir mal, ob da irgendeiner mitgeht mit unserem Wide Receiver. Leider Gottes ja. Und Kurt Warner läuft selbst. Ja, laufen bei Kurt Warner. Der kommt an die 16-Yard-Linie. Was für eine Lücke in der Defense der 49ers. Erster und 10 jetzt in der Red Zone von San Francisco. Ein Lauf über die Außen, ein Toss über Emmett Smith. Wir gehen über die linke Seite. Der Running Back der Cowboys. Zwei Juke Moves, Touchdown Dallas. So schnell kann es gehen. Es fing bei beiden Drives an der 25-Yard-Linie der 49ers an. Jetzt gewinnen die Cowboys. Und damit haben wir diese Challenge auch erfolgreich gestaltet. So, 1, 2, 3, Stern Nummer 4, Maximum Stars geholt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.